KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast, zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Wir sind mittlerweile übrigens bei 726, falls es irgendjemand interessiert. Hallo Kate. Hallo Erik. Jo, hallo Chris. 726, hey. Hey. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir haben gestern beim Kinderfußballturnier haben wir zeitweise die Mannschaft von TV 98 Zuffenhausen angefeuert, weil denen ihr Ergebnis war relevant für unser Weiterkommen. TV 98. Gut. Ja, aber wir reden hier über Filme, nicht über Fußball. Da müsst ihr zum Beispiel rund um den Brustring hören. Heute geht's um den neuen Film mit Emma Thompson, Meine Stunden mit Leo. Ja, mal gucken, was wir dazu zu sagen haben. Ich habe gestern einen Film gesehen auf Sky, Clifford, der große rote Hund. Da kann ich mich erinnern, da hatten wir einige Zeit lang diesen Film in den Kinocharts drin gehabt und haben uns immer gefragt, ja, worum geht's denn da hier? Ein großer roter Hund und so. Deswegen, nachher werdet ihr dazu mehr erfahren. Und außerdem haben wir noch ein paar Serien geschaut. Kate und ich, wir haben beide The Terminal List geschaut. Da rede ich nämlich in der nächsten Fortsetzung folgt Ausgabe noch ausführlich drüber. Und ich habe noch King of Stonks geschaut von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast. Und Kate hat noch geschaut Damaged Goods. Der sagt mir noch nichts, da bin ich sehr gespannt drauf. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Oder auch nicht. Kommen wir erstmal zum Highlight des Tages. Meine Stunden mit Leo. Unsere Sneak Preview in den Innenstadtkinos Stuttgart. Mit Emma Thompson in der Hauptrolle, die wir auch gleich in der ersten Szene irgendwie... Nee, stimmt nicht. Wir sehen ihren Mithauptdarsteller Daryl McCormick, der in einem Café sitzt und noch einen Kaffee trinkt und dann in ein Hotel geht und dort in dem Hotelzimmer sehen wir Emma Thompson, die ein bisschen aufgeregt ist in diesem Zimmer und alles nochmal zurechtrückt und sich selber so ein bisschen nervös ist und so, weil, wie wir dann erfahren, hat sie sich Daryl McCormick aufs Zimmer bestellt quasi, den Callboy, den Sexarbeiter Leo Grant und wir erfahren dann. Also der Film ist sehr dialoggetrieben auch. Es ist nicht nur Gebumse, wie man vielleicht annehmen könnte von der Grundstory, sondern die beiden reden natürlich erstmal, weil sie ist nervös, sie hat sowas noch nicht gemacht und so. Und er ist da ganz empathisch und bringt sie dann auch erstmal so zum Reden, warum sie das jetzt so gemacht hat und dass sie ein bisschen lockerer wird, weil sie will das in Anführungszeichen schnell hinter sich bringen. Aber er merkt da schon, steckt noch einiges dahinter. Also er ist so halb Psychiater für sie, halb Callboy. Und ja, sie reden erstmal, trinken auch was. Und es gibt dann mehrere Treffen, wo sie dann immer gelöster wird auch. Wir erfahren mehr über ihr Leben, wir erfahren auch mehr über ihn, weil er versteckt sich natürlich hinter diesem Namen Leo Grant. Und da ist natürlich auch nicht alles perfekt in seinem Leben und das erfahren wir dann auch nach und nach und ja, so ein paar Sachen, dass so zum Beispiel dann auch sie was über ihn rausfindet, womit sie ihn konfrontiert, wo dann so ein bisschen Drama reinkommt in das Ganze. Ja, ist während der Corona-Pandemie gedreht worden, was dazu führt, sehr wenig Darsteller, sehr wenig Drehorte, Räume, es befindet sich eigentlich zu 90% in diesem Hotelzimmer, wo die beiden miteinander reden. Aber im Gegensatz zu manch anderen Filmen, die auf engem Raum spielen, die sehr dialoggetrieben sind, war der ja doch relativ langweilig, oder Chris? Relativ ist relativ. Also ich fand, der Film fing ganz gut an. Robin, der Podcast steht auch wieder da. Nochmal, ja? Ich fand eigentlich, dass er sehr gut angefangen hat. Er war auch sehr spaßig und alles. Nur irgendwann wurde es mir einfach zu viel. Es war zu viel Gelaber. Es war sehr charmant am Anfang, aber auch halt nur die ersten 20 Minuten. Und das, was er da in den ersten 20 Minuten aufgebaut hat, konnte er leider nicht den ganzen Film überhalten. Und es waren dann im Endeffekt mehr zu viel Dialoge, zu viel klar, in welche Richtung es geht und das, die Geschichte ist halt auch auf dem Bierdeckel erzählt im Endeffekt und ja, auf der Suche nach dem
eigenen Orgasmus oder auf dem, nach der Suche nach dem ersten Orgasmus und boah, ja, okay. Sehr viel cringe. Ja, ich so meine, klar ist es so, so eine schöne Geschichte dann im Endeffekt mit, oh ja, und man kann auch im Alter seine Selbsterfüllung noch finden. Und das ist auch alles okay, das finde ich auch alles super, das ist auch alles schön. Nur insgesamt einfach fand ich es zu lang gezogen dann. Und da hättest du den Film, hättest du in einer Dreiviertelstunde auch erzählen können. Ja, that's it. Ja, was soll man da mehr sagen? Außer, dass es vielleicht, vielleicht eine kleine Triggerwarnung in dem Film gibt. Wie heißt es im Englischen? Im Amerikanischen muss es schön FFN. Full Frontal Nudity. Und zwar von ihr. Also, sprich. Ja, von ihm nicht, ne? Ja, von ihm nicht ganz, nee. Nur den Oberkörper. Man sieht nicht seinen Piephahn. Nee, du siehst nur seinen Poppes. Von ihr sieht man alles und wie alt ist sie jetzt eigentlich? Die ist doch schon, ja. Also, das ist ein bisschen eine sehr schwierige Szene, die es meiner Ansicht nach nicht gebraucht hätte, weil der Film war eigentlich. Der Film war eigentlich durch zu dem Zeitpunkt, ne? Also, der war durch. Nein, war er nicht. Na doch. Der war doch durch. Nein, war er nicht. Hä? Nein, der Film war da noch nicht durch, weil der Film war. Die Geschichte war schon viel zu lang zu dem Zeitpunkt, so, aber es ja. War ja das Grand Finale. Ja, die Geschichte war eigentlich durch und das quasi so in einer der letzten Szenen, das nochmal so, weil der hatte bis dahin so eine, ja, es war ganz okay, aber dann nochmal irgendwie sowas da, naja. Ach, sehr, sehr seltsam, aber. Ich find's interessant, wie du ganz okay, wie du Rotze langweilig mit ganz okay übersetzt, aber okay. Ja. Ich habe halt die ganze Zeit, man wartet die ganze Zeit drauf, okay, wann kommt jetzt mal so die große Enthüllung? Ich meine, wir kennen ja so dialoggetriebene Filme wie Eingeschlossene Gesellschaft oder Der Gott des Gemetzels oder wie sie alle heißen, ne? Wo dann immer mal so plötzlich so, wow, ja, weißt du, so, wow, was haben die denn jetzt ausgepackt? Und, oh, je, wie wird sich's jetzt entwickeln? Und, können, na, du weißt, was ich meine. Aber hier ist alles so, ja, ja, da ist das passiert und das passiert und das war dann so und so und ja. Hat sich sehr gezogen, fand ich, ja. Es sind noch einige rausgegangen. Danke. Also viel mehr als bei irgendwelchen Horrorfilmen. Komischer Film. Ich weiß nicht, es gibt ja so eine Filmreihe, die sich speziell an ältere Kinobesucher richtet. Ich glaube, in der Reihe, vielleicht können das manche vielleicht eher nachvollziehen. So, dass ja, so die ganze Thematik an sich. Aber ansonsten, ich glaube, die Zielgruppe ist sehr, sehr spitz bei diesem Film. Ich glaube nicht, dass der in der breiten. I see what you did there. Achso, nee, es war unbeabsichtigt jetzt. Aber ich meine, die. Ich warte erstmal, bis das Publikum fertig gelacht hat hier. ja, bitte Zielgruppe. Nee, ich meine, das wird jetzt nicht die breite Masse erreichen, sondern eher so eine ganz ja, spezielle Zielgruppe vielleicht, die sich das anschaut. Vielleicht, ich habe den Trailer noch nicht gesehen, vielleicht sieht der Trailer irgendwie lustiger aus. Man kann da bestimmt was draus schneiden. Und wenn man die Story liest, klingt das vielleicht auch ganz witzig. Das Poster sieht auch irgendwie ganz nach einer lustigen Komödie aus. Aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht in diesen, wie heißt diese Senioren-Kino-Reihe, vielleicht da, ganz interessant, aber, tja. Du hast jetzt so oft schon, ich weiß nicht, gesagt, das ist genau das, ich, was ich sage, ich weiß. Keine Ahnung, was dieser Film soll, so, ehrlich gesagt. Ja. Weil, ich weiß nicht, ich kenne auch niemanden, ja, in dem Alter, wo ich sagen würde, ja, der oder der könnte ich den, dem oder der könnte ich diesen Film irgendwie empfehlen oder sowas, weil, ja, weiß auch nicht. Bin ich bei dir, ich kann den nicht empfehlen. Ich kann den empfehlen, wenn man in dem klimatisierten Kinosaal 90 Minuten schlafen möchte, dann kann ich den Film empfehlen. Ja. Vielleicht. Irgendwo findet der Film sein Publikum, mit Sicherheit. Denke ich auch. Was hat denn er hier gekriegt? Zum Beispiel IMDb 7,1 von 10. Oh, bei 8000 Bewertungen. Das ist schon mal was. Was hat er denn hier bei Moviepilot? 6,6. Da sehe ich jetzt nicht, wie viele. Mal gucken, was da jemand Positives rausgearbeitet hat. Vielleicht hat jemand was Positives. Oh ja, hier.
Okay, das ist von EPD Film. Das ist, glaube ich, dieser evangelische Filmdienst oder sowas. Kammerspiel um eine der wichtigsten Fragen des Lebens. Wie komme ich zu guten Sex? Obwohl in diesem Film um eine pensionierte Lehrerin und einen Callboy mehr gesprochen als gekuschelt wird, ist der ungeheuer erregend. Natürlich. Ah. Oh Mann. Ah ja. Was hat hier jemand? Oh nee, hier hat ein User geschrieben. Gesehen im Sommernachtskino Freiburg. Im Grunde ein Kammerspiel. Zwei Menschen, die unterschiedlich nicht sein können, treffen in einem Hotelzimmer aufeinander. Eine verklemmte Religionslehrerin, ein gut aussehender Callboy. Kein Erotikfilm für Voyeure. Der Film lebt von den Dialogen der beiden, ergänzt durch vielsagende Blicke und Körpersprache. Oh, Achtung, sehr gutes Drehbuch, sehr gute Schauspielleistung. Der Film entwickelt in der ersten Hälfte viel Situationskomik, viele Lacher im Publikum. Im weiteren Verlauf, wenn die Protagonisten ihre Hüllen fallen lassen, in Klammern mehr die inneren als die äußeren, oh, wird er tiefgründiger. Und die Moral von der Geschichte: zeig dich, wer du wirklich bist und leb dein Leben. Oh, naja, gut, kann man so sehen. Schön zusammengefasst. Ja, kann man so sehen. Da hat natürlich die positiven Sachen rausgearbeitet, aber teilweise gähnende Langeweile und manche von den Themen, die beiden behandeln in ihren Gesprächen, da denkt man sich dann, oh, ey, shut up and fuck, ey. Das ist. Zappo. Zappo, shut up and fuck, ja, ey. Meine Güte, ey, das ist so, als wenn du dir bei einem Porno das stundenlang das Vorspiel vorgeplänkelt, die Gespräche hier, warum liegt hier Heu und sowas angucken müsstest und dann das Eigentliche wird hier weggeschnitten. Weißt du, so ungefähr war das. Naja. Du guckst Pornos? Nee, habe ich gehört. Also von mir 3 von 10 für Pornos. Meine Stunden mit Leo. Chris, nächste Woche haben wir dann Pornosbesprechung. Ich gebe ihm 2 von 10, weil ich, wie gesagt, ich glaube sogar, ich bin zwischendurch mal 5 Minuten eingeratzt. Aber diesmal ohne Schnarchen. Das kann ich bestätigen. Ja. Spricht über den Film. Ja, ja. Vielleicht sollten wir auch so Dialoge vorne dran machen wie AA oder so. Naja, wie sieht denn die Aussicht aus für jetzt die kommende Sneak Preview, also morgen, was gibt's denn da so für Tipps und Hinweise? Also der Tipp der Kinoleitung lautet, besser als das 9-Euro-Ticket. Da sind auch Tipps eingegangen, unter anderem Bullet Train, das fände ich ja ganz nice. Dann Avatar 2, not gonna happen. Und, den finde ich auch sehr schön, der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. Das ist schön. Genau, deutscher das Titel. Ist ein schöner Originaltitel, Filmtitel. The Last Bus. Also wahrscheinlich wollen die hier, da gab es doch diese Filmreihe, dieses skandinavische. Der Mann, der hier, aus dem Fenster stieg. Und verschwand und der Mann, der aus dem Fenster stieg und das und so. Ja, ich glaube, ich würde es mir sehr, sehr wünschen, dass Bullet Train kommt, weil den würde ich sehr gern sehen. Aber ich glaube nicht, dass dieser, ja, aus dem oberen Regal, dass der hier wirklich in der Sneak läuft. Weil der wird so stark beworben und so. Ich weiß nicht, ob die den in der Sneak in Anführungszeichen verheizen. Ich glaube, es wird eher der Engländer sein. Und klingt aber auch ganz nett. Okay, dann habe ich noch einen Film im Heimkino geschaut, weil sonst haben wir nicht viele Filme sonst gesehen. Heimkino. Haben wir gestern zufällig reingeschaltet, als ich mit meinem kleinen Unten saß nach einem Fußballturnier und uns ein bisschen briesen lassen wollten, fing gerade auf Sky an, Clifford, der große rote Hund. Und beginnt mit einem, ja, wir sehen da so ein kleines Mädchen und die geht mit ihrem, was war das, ihr Onkel oder so, geht sie in so eine, da steht irgendwo so ein Zelt, da ist so eine, wie so ein Markt aufgebaut, da ist so ein Zelt, geht sie rein, da ist, ja, ist so ein, was ist das für ein Mensch? Ein Zauberer ist es nicht, aber so ein dubios wirkender Typ, seltsam angezogen, gespielt, glaube ich, von John Cleese, wenn ich den richtig erkannt habe. Und da sind jede Menge kleine Tiere drin, die aber alle irgendwas Besonderes haben. Da ist zum Beispiel eine sehr kleine, oder sieht aus wie eine sehr kleine Giraffe, stellt sich dann raus, eine Hyäne, und dann sind so ganz andere Tiere und Häschen und sonst was. Und das Mädchen natürlich total begeistert. Und da gibt es einen kleinen Hund, einen Hundewelpen, der ist rot. Und da sagt dieser Typ in dem Zelt so, ja, das ist der Hund, der hat was Besonderes, der wird noch größer, je mehr man ihn liebt. Und das ist so dieser kleine Nebensatz, sie möchte natürlich gerne diesen Hund haben, aber
der Onkel, mit dem sie da mit ist, der sagt, nee, geht auf keinen Fall, kannst du nicht haben. Und sie geht dann nach Hause. Übrigens, Chris, für dich noch eine kleine witzige Anekdote bei dieser Szene. Als sie in dieses Zelt reingehen, was von außen relativ okay aussieht, ist das drinne riesig. Und das sagt John Cleese auch, ja, das oder sie sagen dann auch von drinne, es wirkt von drinne viel größer als von draußen. Ja. Eine kleine TARDIS, meinst du, ja? Ja, genau. Ja, sie nimmt dann, oder sie kann den Hund nicht mitnehmen. Und als sie dann aber zu Hause ist und in ihrem Rucksack irgendwas wackelt, stellt sie fest, ups, der ist ja da drin. Und sie behält den erstmal in ihrem Zimmer. Oh, hoppala! Und, ja, sie hat den aber ja nicht mitgenommen, aber sie macht sich schon Gedanken, weil sie denkt, oh je, jetzt denken die, ich habe den geklaut und so. Und dann tritt dann nach und nach das ein, was ja auch der John Cleese gesagt hatte, nämlich, je mehr sie ihn liebt, desto größer wird er. Also er wird dann halt echt groß und ja, das lässt sich dann natürlich nicht mehr verheimlichen und da gibt es dann natürlich auch so eine böse Firma, die so genetische Experimente machen, die wollen dann gern den Hund haben, um da Profite zu machen und ja, ein schöner, echt schöner Kinderfilm, sehr... Ja, sehr, also für tierliebe Zuschauer ist da sehr, sehr viel dabei. Sehr süße Szenen. Die Kleine spielt das super. Also wir haben echt Spaß gehabt. Und ich glaube, ihr könnt den auch angucken. Ihr seid da auch so sehr tierlieb. Und könnt ihr mal reingucken. Lasst euch nicht abschrecken von dem etwas Kinderfilm aussehenden Poster und so. Und dem Trailer vielleicht. Ne? Vielleicht guckt doch mal rein, wenn das läuft auf Sky. Deswegen gebe ich da 7,5 von 10 Punkten. Der hat uns echt gefallen. Ist für groß und klein was. Für jeden was dabei. Okay, dann sind wir ja schon bei den Kinocharts und Neustarts, die eigentlich vorher dran gewesen wären, aber die machen wir jetzt. Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn? Platz 5, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Platz 4, immer noch Elvis. Platz 3 und ich habe gehört, der hat jetzt mittlerweile auch diverse Schallmauern durchbrochen, was so die Einspielergebnisse angeht. Top Gun Maverick. Aha. Platz Nummer 2, Thor, Love and Thunder. Sehr guter Film. Platz 1, Minions auf der Suche nach dem Miniboss. Und hier bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer, macht nicht diesen komischen Trend mit da irgendwie, wie heißt es, Mini-Gentlemans? Nee. Gentle Minions, so rum war's, genau. Und dann irgendwelche Kinos verwüsten, macht das nicht. Kinos können da nichts dafür. Rennt nicht jeden TikTok-Trend hinterher, ne? Habt ihr da auch schon davon gehört, von diesem? Nö. Ja. Ja. Richtig. Okay, was startet denn neu? Monsieur Claude und sein großes Fest. Haben ja schon das Sneak Preview hier gehabt und besprochen. Sehr empfehlenswert, sehr lustig. Definitiv. Bibi und Tina einfach anders. Im neuen Bibi und Tina Kinofilm treten die Stars der Amazon Original Serie unter der Regie von Detlef Buck auf. Ist das eine Amazon Original Serie? Ja. Scheinbar inzwischen, ja. Es gibt eine Bibi und Tina Serie. Okay. Aber es gab doch auch die Filme schon. Ja, aber es sind andere Schauspieler. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Aha. Aber Detlef Buck hat die doch auch gemacht, die Filme, kann ich mich erinnern, ne? Keine Ahnung. Man startet noch. Horror-Thriller von Alex Garland, in dem eine junge Frau in ländlicher Idylle immer wieder das gleiche Gesicht erblickt. Boah. Ah ja. Der Vater der Braut. Familienkomödie mit Andy Garcia als mürrischem Vater, der seine Tochter vor den Altar führt. Klingt wie was völlig Neues übrigens. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das ein Remake ist von dem alten mit Steve Martin. Vater der Braut? Ich denke schon, oder? Klingt schon danach, schon. Oder? Sie steht jetzt. Naja, basierend auf dem gleichnamigen Roman, bla bla bla, Steve Martin in der Hauptrolle, bla bla bla, ja. Okay. Ja, habe ich aber auch ewig nicht gesehen, Steve. Aber warum jetzt Andy Garcia da? Na gut, vielleicht passt es jetzt so altersmäßig. Jetzt habe ich gerade meinen Tab verloren. Mach du mal kurz weiter. Da haben wir Sing a Bit of Harmony, Crunchyroll Anime Nights. Das ist ein Animations- und Zeichentrickfilm. Ich bin wieder am Start. Geborgtes Weiß. Drama um eine Familie aus dem hohen Venn, deren beschauliches Leben durch einen albanischen Wanderarbeiter aus den Fugen gerät. Boah. Dann haben wir Der Sommer mit Anais. Turbulente Komödie um eine 30-jährige junge Frau, die in Liebesdingen auf ihr Bauchgefühl setzt.
Ja, habe ich seit langem, haben wir da so Pressemitteilungen gekriegt und so, wo das immer so angeteasert wurde. Den fand ich eigentlich ganz nett. Hätte ich mal ein bisschen gehofft, dass der in der Sneak läuft oder so, aber sind wir ja nur wahrscheinlich, haben wir nur noch eine Chance und das hat nicht viel mit 9-Euro-Ticket zu tun. Mal gucken. Doku. The Pink Cloud. Eine mysteriöse, rosafarbene Giftwolke zwingt ein frisch gebackenes Paar zur gemeinsamen Isolation. Preisgekröntes Drama aus Brasilien, noch vor Corona entstanden, über Zweisamkeit in einer Ausnahmesituation. Aha. Okay, dann haben wir noch To the Ends of the Earth. Drama, 2 Stunden. Irgendwas aus, glaube ich jetzt mal... Japan? Hier steht dran Usbekistan und Japan. Ja. Also der Regisseur und Drehbuchautor ist ein Japaner. Okay. So. Okay, und das andere, läuft das jetzt schon an, was hier unten grau ist? Silent Land, mal gucken. Nee, das läuft nicht an. Da ist wieder Kino.de nicht aktuell. Okay, das waren dann die Neustarts der Woche. Und jetzt gucken wir doch mal bei den Serien. Da gibt es ja viel, viel mehr Neues hier. Serien. Kate, worum geht's denn hier? The Terminalist. Bei The Terminalist geht es um einen ehemaligen Naval Seal Offizier, gespielt von Chris Pratt. In seiner Rolle heißt er James Reese. Und der wird ist irgendwie auf einer Mission und wird dort sein ganzer Zug werden in einen Hinterhalt oder geraten in einen Hinterhalt und quasi sterben alle außer ihm. Und er wird nur schwer verletzt und wird dann zurücktransportiert und hat irgendwie schweres Hirntrauma und keine Ahnung. Und ja, er findet dann aber raus, dass das alles nicht ganz so ist, wie er sich erinnert. Dass es wird so dargestellt, als wäre es anders gewesen, dass einer seiner Leute durchgedreht ist und deswegen da so eine Sprengfalle ausgelöst hat. Aber er erinnert sich an die Situation ganz anders. Aber aufgrund des Hirntraumas wird er dann so dargestellt, dass er ein bisschen den Verstand verliert und so. Und er versucht dann immer mehr nachzuforschen und dahinter zu kommen, was wirklich passiert ist, was ihn nicht unbedingt weniger verrückt erscheinen lässt. Und man denkt auch am Anfang so, man weiß nie genau, hat er jetzt einen Hau weg oder ist es wirklich so, wie er sich erinnert? Weil irgendwie bringt er auch manche Erinnerungen durcheinander von früher. Und dann versuchen die, ihn umzubringen. Und statt ihn zu erwischen, erwischen sie seine Familie. Und das ist dann so der Das war nur die erste Folge. Genau. Das ist nur die erste Folge. Ja, genau. Und das ist dann so der Grund, warum er sagt, okay, jetzt hier Terminalist, Rache und ich muss alle zur Strecke bringen, die mit dem Tod meiner Familie und meines Trupps zu tun haben. Was ein sehr actionreicher und gut gedrehter und ich auch finde auch gut geschauspielter Action-Wahnsinn ist, hat, finde ich, den einen oder anderen Abstrich. Und da komme ich jetzt schon zur Kritik. Ich kann Rache verstehen, ich kann auch Rache bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber dieses Rache-Serien, wo einfach alle niedergemetzelt werden, die ihm in den Weg kommen, ob sie damit was zu tun hatten oder nicht, Leute, die nur ihren Job erfüllen, irgendwelche Security Guards oder so, die einfach nur ihren Job machen, ob sie ihn gut finden oder nicht, sie machen ihren Job, um Geld zu verdienen, werden halt einfach erschossen. Ja, alle. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Bester Tradition, James Bronson, ein Mann sieht rot, klar. Alle. Ja, natürlich. Jeder, der sich die Finger schmutzig gemacht hat. Ja, dieses alle da niedermetzeln. Es gab mal eine Serie, das war so eine typische Frauenserie, die hieß Revenge. Da hat auch eine Frau Rache genommen an allen, die dazu zu tun hatten, dass ihr Vater ungerechtfertigt inhaftiert wurde und dann in Haft auch gestorben ist. Die hat aber niemanden umgebracht. Die hat einfach nur jeweils das einzelne Leben dieser Person zerstört, die damit zu tun hatte. Also irgendwelche Skandale veröffentlicht oder so. Und das war auch effektiv, ohne irgendwie krasse Kollateralschäden zu verursachen. Ja? Und bei The Terminalist, es ist eine sehr gute Serie, aber es ist halt immer dieses auf Rache, auf Bügel komm raus, keine Ahnung, wie das heißt. Teufel komm raus.
Ja, auf Teufel komm raus. Es muss halt einfach, müssen halt einfach alle draufgehen, ja, damit er seine Rache hat. Genau. Aber ändern tut sie an der Situation nichts. Ja. Es kommt dann noch mehr ein bisschen ans Licht mit irgendwelchen geheimen Machenschaften von seinen Chefs und keine Ahnung. Und das hat alles auch Auswirkungen auf ihn natürlich. Aber ja, es ist actionreiche Serie, aber schwierig, finde ich ein bisschen. Wenn du Revenge empfiehlst als Frauenrache, ich kann da noch was empfehlen. Ich habe gerade nachgeschaut, es ist nicht mehr beschlagnahmt, der Film. Man kann den jetzt offiziell gucken. Ich darf es auch nennen im Podcast. Ich spuck auf dein Grab. I Spit on Your Grave von 1978. Ein hammerharter Frauenrache-Actionfilm. Ja, gab es auch ein Remake 2010. Es war aber nicht so gut. Also das alte Ding, das war ja auch beschlagnahmt hier. Das war echt heftig und hart, was die da getrieben hat mit ihren Peinigern. Ja, aber jetzt zurück zu The Terminalist. Ich fand diese Mischung aus, hat er jetzt einen Hau weg? Erinnert er sich jetzt wirklich richtig? Oder ist er jetzt auf einem falschen Rachefeldzug? Ja, weil da sterben manchmal Leute und man weiß nicht, ja, Moment mal, War er das jetzt? Hat er vielleicht da irgendwelche Leute umgebracht, da, weil er gerade irgendwie eine Episode hatte oder irgendwas? Ja, fand ich wirklich gut und auch wie er dann nachher so vorgeht. Es ist gut inszeniert, gut gespielt. Ist auch gedreht von Antoine Fuqua, der ja zum Beispiel Training Day gemacht hat oder Southpaw oder The Equalizer und sonst was alles. Und der übrigens auch Produzent ist von Bullet Train, den wir hoffentlich in der Sneak sehen. Und ich mag die Art, wie Antoine Fuqua so Sachen inszeniert. Das ist alles immer ziemlich in die Fresse und ziemlich nah dran. Und das hat man schon bei Training Day gesehen, wie er es geschafft hat, da emotionale Bindung aufzubauen und dass es einfach spannend wird und so. Ja, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, The Terminalist. Ich bin da noch dabei, weil die Folgen gehen noch immer ein Stückchen. Aber ich finde es richtig gut gemacht. Also die erste Folge, die du ja schon zusammengefasst hast, da am Schluss seine Familie dann gestorben ist. Es war natürlich jetzt ein bisschen leichter Spoiler, aber... Ja, aber das ist der Breaking Point. Das ist ja die entscheidende Motivation, dann auch rot zu sehen und dann hier dagegen vorzugehen. Man weiß aber zu dem Zeitpunkt ja immer noch nicht ganz, ja, hat er jetzt, ist der jetzt auf dem richtigen Rachefeldzug oder ist der jetzt gesteuert oder sowas? Und das finde ich eigentlich, diese Ambivalenz finde ich echt gut. Also Terminalist von mir... Geben wir da Punkte? Ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, sagen wir so. Ja, ich würde es auch empfehlen. Also, gibt's wenn auch. Man mal über dieses ganze Rache-Thema hinweg sieht. Und, ja. Ja, das ist aber das Entscheidende. Da ja, aber das ist halt, ich finde es halt immer so albern, wenn dann irgendwo was auf der Welt passiert und dann heißt, oh, die Kinder, die gucken halt zu viele oder spielen zu viele Shooting-Games und bla bla bla, aber dann kommen solche Serien raus, die genau das Gleiche verherrlichen. Also, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich, dass. Auch gerade, wenn man halt überlegt, was so auf der Welt passiert und so und dann so Rachefantasien ausleben und alles niedermetzeln, finde ich halt einfach schwierig, auch in heutigen Zeiten. Aber wenn man einfach mal das weglässt und so, ist es eine gute Serie. Eine sehr gute Serie sogar. Ja. Jo, gibt's auf Amazon Prime. Könnt ihr reinschauen. Ist verfügbar. The Terminalist. Und was ist denn, oder soll ich erstmal, ich mach mal King of Stonks. Nachdem ja How to Sell Drugs Online Fast ein ziemlicher Erfolg war von der Bild- und Tonfabrik und die dann ja auch zu einem relativ guten Abschluss gekommen ist, die Serie, weil die reiten halt das Pferd nicht so lange, bis es tot ist, sondern sagen, okay, wir bringen es zu einem guten Ende und das fand ich echt gut. Christo hat die letzte Staffel auch noch gesehen, oder? Ja. Ja, klar. Das war ja. Kommt jetzt King of Stonks und wir können uns vielleicht erinnern, es gab mal einen Film, der hieß Stonk mit SCH, wo es auch um diesen Hochstapler und sowas ging. Und hier ist so ein bisschen ähnlich, dass die ganze Serie ist sehr stark angelehnt an den Wirecard-Skandal. Und ich habe mich, als das so passiert ist dann mit Wirecard, ich habe natürlich den Höhenflug damals mitbekommen an der Börse, da hat ja irgendwie gefühlt jeder geredet davon. Ich kenne sogar einige Kollegen, die da was investiert haben. Und bei Aktien gekauft haben und so und die ist ja dann extrem abgestürzt nachher und alles und da gab es ja dann die Skandale, ich habe die ganzen Reportagen gesehen, gab es auf Sky eine sehr gute über den Wirecard-Skandal und deswegen diese Serie jetzt, sagt aber ganz am Anfang, ja, mit aktuellen Sachen haben wir nichts zu tun, aber kaum fängt die Serie an, du siehst genau, es geht genau darum, die wollten aber natürlich sicher gehen, dass sie da nicht irgendwo was...
Ja, das Setting ist verlegt nach Düsseldorf und es geht halt hier darum, dass zwei Typen eine Firma haben und mit dieser Firma, ja, wurschteln sich da so durch. Sie wickeln halt Online-Zahlungssysteme ab. Sie haben als Kunden so diverse aus dem Rotlichtmilieu. Ähnlichkeiten mit Wirecard sind rein zufällig. Ja, sie wollen halt größer werden, sie wollen wachsen und es geht alles nicht so richtig voran. Und dann diese ganzen, zufälligerweise ist alles, was sie tun, ist genau das, was auch bei Wirecard getan wurde, nämlich Kunden einfach erfinden oder dass halt Mitarbeiter einfach Unternehmen gegründet haben oder sie dubiose Shell-Companies in Asien gekauft haben, die dann wiederum höher berechnet wurden, damit eine höhere Bilanzsumme drin ist und so. Was jetzt sehr trocken klingt in meiner dieser Wirtschaftszusammenfassung, ist hier extrem gut gemacht. Diese krassen Typen, wie die dargestellt werden, weil das ist so, wie wenn irgendwelche Underdogs plötzlich zu Geld kommen und dann völlig am Rad drehen. Und genauso war es ja bei Wirecard und genauso ist es hier richtig schön überspitzt dargestellt, wie die handeln, was da so passiert, was die so machen und mit welchen, ja, die nehmen dann ja auch Geld von, oder sie haben noch Verbindungen aus alten Zeiten noch zur italienischen Mafia und da müssen sie halt auch noch hin und da Geld waschen und die sehen natürlich jetzt, dass bei denen besser läuft, da wollen sie natürlich noch mehr einsteigen bei denen und das Ganze alles zu handeln mit diesem verrückten Typen an der Spitze, der immer wieder irgendwelche Sachen raushaut, die eigentlich eher kontraproduktiv sind dafür, dass sie so ein bisschen leicht unterm Radar fliegen wollten, damit sie nicht zu viel Aufsehen erregen. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut dargestellt hier in diesem Film und dazu, in dieser Serie. Und dazu kommt es noch, es gibt da noch so ein paar Nebenplots, nämlich zum einen, dass eine Börsenmaklerin, die auf fallende Kurse wettet, die hat wirklich sehr, sehr viel Geld eingesetzt und versucht sich dann zum Beispiel dem einen zu nähern, um da ein bisschen mehr zu erfahren drüber, wie das da jetzt gerade läuft oder was die wirklich für komische Machenschaften haben, um dann eben Presseberichte zu lancieren, die die Firma zum Absturz eben bringen und sie dann Geld macht. Und dann natürlich auch diese ganze deutsche Politik, die da noch mit reinspielt, denn Wirecard wurde ja damals auch gefeiert als das deutsche Fintech-Unternehmen und jetzt ist Deutschland wieder wer und wir können auch Silicon Valley und sowas. Da haben sich auch sehr viele Politiker blenden lassen von irgendwelchen schillernden Figuren und das ist hier auch super dargestellt und das hat wirklich echt viel Spaß gemacht, die Serie zu schauen. Ist sehr kurzweilig, ist genauso schnell geschnitten wie How to Sell Drugs Online Fast, genau mit solchen Einblendungen, wenn jemand SMS schreibt oder wenn da Nachrichten kommen oder irgendwelche Überblendungen oder irgendwelche Archivaufnahmen, die dann plötzlich mit reinspielen. Und das ist teilweise so, es wird auch manchmal in anderen Sprachen geredet, die ist dann schnell untertitelt und so. Man muss da wirklich am Ball bleiben, aber es lohnt sich wirklich sehr und mir hat die Serie so viel Spaß gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie nach How to Sell Drugs Online Fast nochmal in dem Stil nochmal was anderes anfassen könnten und nochmal genauso gut was machen können, aber das ist wirklich großartig. Also absolut sehenswert, King of Stonks. Also für die, den How to Sell Drugs Online Fast gefallen hat, auf jeden Fall reinschauen. Für alle anderen, die eine geile, moderne, gut geschnittene, gut gespielte Serie sehen wollen, auch unbedingt reinschauen. King of Stonks. Cool. So, was ist jetzt Damaged Goods? Erzähl mal, kenne ich gar nicht. Damaged Goods ist eine neue deutsche Amazon Prime Video Serie. Und man muss dazu sagen, ich gucke ja sehr wenig deutsche Serien. Aber mich hat dieses Damaged Goods so penetriert an Werbung, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt reingucken. Es geht um eine Clique aus fünf Millennials, nennen sie sich liebevoll selber, die früher, als sie Teenager waren, sind die alle zusammen in eine Selbsthilfegruppe gekommen. Beziehungsweise in so eine Therapiegruppe gekommen. Und daraus entstand dann halt so eine enge Freundschaft. Und die sind halt jetzt mit ihren, was ist das dann, Anfang, Mitte 20, immer noch dicke Freunde. Und Hauptdarstellerin ist Sophie Passmann. Die kann man kennen. Die macht ziemlich viel Social Media und ist auch Autorin. Was genau ihr Berufsweg ist, keine Ahnung, aber jetzt ist sie auch Schauspielerin und sie spielt die Nola
Und Nola studiert Psychologie, aber ihre Masterarbeit wird abgelehnt und sie wird exmatrikuliert und alles ist scheiße. Und der Typ, mit dem sie eigentlich eine Beziehung hat, die aber eigentlich gar keine Beziehung ist, macht Schluss. Und so ein richtig, richtig mieser Tag und sie will sich dann mit ihren Freunden treffen, gibt so ein Notfallsignal aus und als sie dann alle zusammensitzen, erzählen alle anderen, wie toll ihr Tag war und was für ein krasser, cooler Tag sie hatten. Und zwar gibt es da nämlich noch die Künstlerin, die gerade ein Kunstprojekt verkauft hat, den schwulen Stuart, also nennt sich das Stuart, Flugbegleiter, der auch einen verdammt guten Tag hatte. Dann der sich selbst nennt, bis selbst so betitelnde Fuckboy, der eigentlich nur von Job zu Job lebt und irgendwie jeden Abend eine andere Mieze hat. Und diese Karrierefreundin, mit der sie auch zusammen wohnt und die wurde jetzt frisch befördert. Und alle sind so happy, 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 dass sie ihre Sorgen nicht erzählt, weil sie die nicht runterziehen will. Und dass es nicht gut geht, ist ja klar. Also sie irgendwann kommen die natürlich dahinter und sie hat dann überlegt dann, ob sie irgendeinen Job macht und irgendwas anderes macht, bis sie wieder weiß, was sie tun will und keine Ahnung. Und aus dem Ganzen entsteht dann eine verrückte Idee und zwar fängt sie mit einem Podcast an. Und zwar heißt der Damaged Goods. Und sie sagt natürlich nicht ihren richtigen Namen, also wobei natürlich ist es nicht, aber sie sagt nicht ihren richtigen Namen, sondern nennt sich nur die Küchenpsychologin und erzählt halt von ihrem Leben und erzählt davon, dass auch einfach mal manchmal Eifersucht im Spiel ist, wenn ihre Freunde so tolle Tage haben oder so tolle Beförderungen bekommen und keine Ahnung und der eine lebt einfach in seinen Tag und ist so sorgenfrei und sie denkt, zerdenkt immer alles und ja, sie redet einfach so frei von der Leber, weil ja keiner weiß, wer sie ist und gibt dann halt auch sehr viel von ihren Freunden preis und das Ganze entwickelt sich dann über diese 8 Folgen zu einem sehr, sehr beliebten Podcast. Und nach versuchen dann die Hörer rauszufinden, wer sie ist. Und sie gibt halt ab und zu auch mal ein paar Hinweise, ungewollt, dass sie jetzt auf irgendeine Vernissage geht oder auch von ihrer Freundin. Und plötzlich tauchen da Leute auf, die dann diesen Podcast gehört haben. Und nach und nach kommt dann halt raus, dass sie diesen Podcast macht und ihre Freunde finden das Ganze dann nicht so geil, weil da wirklich sehr private Themen dann besprochen wurden. Und dann ist eben die Frage, hält diese Freundschaft das aus? Bleiben die 5 ein Team oder hat diese Freundschaft ein Ablaufdatum? Und tatsächlich ist die Serie ziemlich gut. Sie ist sehr aktuell, also sehr auf 2022 mit den neuesten Begrifflichkeiten und legerem Leben und keine Ahnung. Es ist sehr modern gemacht, wahrscheinlich auch so modern, wie es halt gerade ist. Nur ich bin halt aus dem Alter raus, um das mitzukriegen. Schauspielerisch, ja, gibt schon Abstriche. Die eine oder andere Schauspielerin ist nicht so der Hit. Aber es funktioniert irgendwie. Die 5 haben eine verrückte Harmonie. Die haben eigentlich nichts miteinander gemeinsam, außer einer beschissenen Kindheit und einem zerstörten Familienumfeld. Aber irgendwie funktioniert's. Und das macht das Ganze ein bisschen cool. Also, ist jetzt eigentlich keine Serie, die ich normalerweise gucken würde, aber ich habe sie durchgebinged, habe sie in einem Tag durchgeguckt, weil sie einfach, ja, aus dem Leben war, aus dem normalen Leben war. Und das hat mir in dem Moment gut gefallen. Also, ich kann es empfehlen, das ist ganz cool. Ja. Klingt ja ganz interessant. Auch Podcast, weiß ich nicht. Das Thema ist doch durch, oder? Ja, eben. Das hat sich doch totgeritten, oder? Apropos, Only Murders in the Building ist verlängert, 3. Staffel. Nice. Genau, das wird auch, ich muss da erst mal in die jetzige Staffel reingucken, habe ich noch nicht geschafft. Ich bin schon auch bei der aktuellen Folge. Dann Neustarts habe ich jetzt gerade, Serien-Neustarts, 20. Juli, also heute ist der 17. Tag der Aufnahme. Auf Disney Plus startet am 20. Juli It Was Always Me, Disney Plus, hat ein paar Vorschusslorbeeren eingesammelt. Und auf Disney Plus startet auch eine Serie, Wunderbare Jahre, Remake. Ach, da habe ich einen Trailer zu gesehen. Ganz genau. Furchtbar. Genau. Oh, grausam. Ich habe jetzt gerade draufgeklickt, dachte ich, jetzt zeigen die das Alte nochmal oder so. Nein. Und die machen das anscheinend neu. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was es nicht braucht. Hm. Ja. Nächste Woche erzähle ich euch übrigens noch über eine Serie, wo der Erik und ich uns sehr uneinig sind.
Aber das machen wir nächste Woche. Ja. Kleine Spoilerwarnung. Ja. Sehr gern. Vielleicht lässt du dir von Chris vorher mal so ein paar Spiele zeigen. Da hat er bestimmt Nein, irgendwas. Will ich gar nicht. Will ich doch gar nicht. Damit du mal weißt, was die Lore ist. Ich habe es ganz frei von der Leber, ohne irgendwelche Hintergedanken geguckt. So, ich wurde immer gescholten, so, du kennst keinen Harry Potter, du kannst dich nicht drüber hier, du kannst kein Urteil fällen. Ja, aber es kam ja auch nichts Neues, wo du gesagt hast, das hast du jetzt angeguckt. Wie bitte? Fantastische Tierwesen? Hast du die gesehen? Ja, darüber haben wir ja nicht geredet, aber... Siehst du? Das wäre jetzt was anderes, wenn du sagen würdest, oh, toll, neue Filme, ich gucke mir das mal an und dann... Also seid gespannt, wir diskutieren ja jetzt schon und reden noch nicht mal über die Serie, die wir meinen, ja. Dann nächste Woche. Nächste Woche geht die Diskussion weiter. Nächste Woche bitte also unbedingt Popcorn mitbringen. Also ich werde Popcorn am Starter. Wo ich auch mal reinschauen möchte, wo die geschätzten Hörerinnen und Hörer mir vielleicht mal sagen können, ob sich's lohnt oder lieber nicht, weil es gibt hier noch keine richtig gute Bewertung irgendwo im Netz, ist die Amazon Prime Show, ist keine Serie in dem Sinne, die heißt One Mix Stand. Da hatte ich euch mal was reingeteilt in unsere WhatsApp-Gruppe mit Teddy Tecklerbahn ist der Moderator. Also, ja, unter anderem Teddy, also machen noch andere auch. Ja. Und das ist quasi eine die deutsche Version von der amerikanischen Show und ja, da ist zum Beispiel Harald Schmidt dabei und auch aber, hier. Ist das nicht, also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe irgendwas mitgekriegt, das sind quasi wie so Coaches, die so niemande coachen, die dann auf die Bühne gehen müssen und eine Stand-Up-Show machen. Sind keine niemande, es sind zum Beispiel Fußballer. Okay. Hazel also Popper, Promis. Thorsten Sträter, Michael Mittermann. Ah, okay. Und die, ja, und sind die Coaches. Großen Comedians sind dann die Coaches. Genau. Aha. Also vielleicht schauen wir da mal rein. Das ist auch so ein Ding. Auch vielleicht hat es jemand von den geschätzten Hörerinnen oder Hörern schon gesehen. Dann vielleicht mal einen Kommentar da lassen. Das wäre ganz cool. Ich habe auch noch eine kleine Empfehlung. Fällt mir gerade ein. Es hat mich gestern sehr glücklich gemacht. Denn eine der besten 90er-Serien gibt es jetzt auf Disney Plus zum Streamen. Alle 5, 6 Staffeln von Ghost Whisperer. Ah, okay. Wirklich eine der besten Mystery Serien der 90er. Kann man jetzt bei Disney Ein Stückchen streamen. Hinter Akte X, würde ich mal sagen, ja. Ja, natürlich, aber egal. Aber ich finde sie super. Ich habe die Serie geliebt. Nächste Runde. Ich gucke sie auch jetzt gerade wieder. Ja, Akte X. So viel von mir. Ich bin ruhig. Ja, gut. Das war's zum Thema Serien. Und dann gucken wir doch mal in die Musikecke rein. Und... Oh. Empfehlen euch mal was für eure Playlist, was ihr anhören könnt. Music. Von mir gibt's von Tiamat Divided. Das habe ich letzte Woche gehört. Das fand ich wieder gut. Witzigerweise gibt's von mir bei Divided by Friday Prove It. Hat Chris mir empfohlen, die Band. Finde ich nice. Für Chris habe ich schon mal was eingetragen, weil der hatte nichts drin, aber der will es wahrscheinlich nicht. Nee. Nein, Layla nehme ich nicht. Ich mach was ich jetzt ganz süß finde, weil ich hier gerade unter Hektik den Musiktipp mir nochmal eingefallen hast. Das sind nämlich von Queen und David Bowie Under Pressure. Okay. Oh ja. Hast du nicht von Eric Clapton Layla genommen? Nein. Die Puffmutter Layla habe ich jetzt nicht genommen. Nein. Alles klar, packe ich auf die Playlist drauf. Die alle bitte abonnieren auf Spotify, heißt die Kinocast Songs. Da ist mittlerweile eine bunte Mischung. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel wir haben. Kann ich beim nächsten Mal nachgucken. Alle. Willst jetzt nicht starten, aber ist alles Mögliche dabei. Und dann auf jeden Fall vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Vielen Dank an alle, die uns jede Woche zuhören. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Also empfehlt den Podcast ruhig weiter. Mittlerweile weiß ja jeder, was ein Podcast ist. Und wenn ihr sagt, hey, hör mal rein, du interessierst dich für Kinofilme und Serien, dann hör mal beim Kinocast rein. Das wäre super. Gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt. Also ich weiß gar nicht. Wenn ihr eine Plattform findet, wo der Kinocast nicht vertreten ist, wo aber andere Podcasts sind, dann könnt ihr mir auch gerne mal Bescheid sagen. Aber ich glaube, wir sind überall. Spotify, Deezer, Podcast.de und was nicht alles gibt. Du willst die seriösen Angebote. Ja, natürlich. Und natürlich auch im Feed. Das sind eigentlich die Besten, die uns über den Feed hören und direkt über iTunes oder so. Und dann auch ein paar Bewertungen dalassen. Ne? 5 Sterne wären mal cool. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche Sehr dann. Gerne. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.